Seid gegrüßt, Ritter des Schmieds. Es ist schön, dass ihr mich in diese Schlacht begleitet. Gebiet verlassen? Na dann. Dann lassen wir mal das Gebiet. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. Hier kommt ein Ende. Ja? So gut wie erledigt. So, Wanda, was hast du eigentlich? Schwinger, mächtiger Hieb. Okay. Was ist? So. Du. Hopp. Für Wrakas. Was ist? Mach hier kommt ein Ende. So, immer Drufter. Das werden schon wieder ganz schön viele. Aber das wird schon. Was denn? Oh, das ist Pech für dich. So gut wie erledigt. Ja? Machen wir mal ein bisschen Platz. Okay. Was ist? Bewegen geht mal wieder nicht. In Ordnung. Was ist? So. Ach, sehr gerne. Und jetzt? Nun fast da. Was denn? So, einmal ein Schwinger hier rein. Gut. So. So gut wie erledigt. Dann räumen wir den Ausgang jetzt noch frei. Das sollte ja wieder relativ einfach funktionieren. Was denn? Hat sich ja kaum gewehrt. So, hallo. War nichts Persönliches. Noch zwei. Dass jetzt der Rest hier nicht nachkommt. Was ist? Das wäre dann doch etwas komplizierter. Ja, ja. Hossa! So, macht ihn fertig. Solche Kreatur. Sehr schön. Gut, das jetzt als Schlacht zu nennen, war vielleicht etwas übertrieben. Das war erfrischend. Aber naja. Hey, da kommt noch mehr. 3, 4, 5? Fünf oder sechs? Fünf oder sechs? Puh. Er meint 5 oder 600. Goimgar wird kreidebleich. Das sind zu viele. Zur Stadt, los! Japp. Lieber zur Stadt. Immer her mit der EP. Sehr schön. Was kriege ich noch wieder? Es gibt keine besonderen Ringe in diesem Land, so wie es scheint. Okay, da okay. Auf zur Stadt. Ihr flüchtet euch nach Mephordania mit Goimgar an vorderster Front. Die Orks in seinem Rücken scheinen ungeahnte Kräfte in ihm zu mobilisieren, und so erreicht er das Tor als erster und hämmert dagegen. Er sagt etwas und huscht durch eine kleine Pforte, die für ihn geöffnet wurde. Augenblicke später erreicht auch ihr das Tor. Herein, schnell! Ihr drängt euch durch das Tor und neben euch bohren sich die ersten Pfeile der Orks ins Holz. Gerade noch rechtzeitig, würde ich sagen. Die Ladezeiten sind irgendwie auch ziemlich. Der andere Zwerg meinte, wir sollen das Tor gleich hinter ihm verriegeln. Aber wir können jeden starken Arm gebrauchen, wenn die Orks kommen. Dieser verräterische Weichling. Wo ist er? Boindal und ich werden ihn suchen. Boindil und Bavragor. Helft der Stadtwache, wo immer ihr könnt. Du bist dir sicher, die beiden würden dir bei der Suche nach Goimgar keine große Hilfe sein. Wahrscheinlich. Na dann, schauen wir uns mal um.
Vajon ist für seine Liebe für das geschriebene Wort bekannt. Einige der angebotenen Schriften sind dir aus Lord Ionans Bibliothek bekannt. Mit den vielen riesigen Seen ist Vajon reich an verschiedensten Fischen und Meeresfrüchten. Da die Gebirge der Zwerge weit von größeren Seen entfernt sind, stehen die meisten Fische nicht auf ihrem Speiseplan. Okay, gehen wir erstmal zum Händler. Ich freue mich, dass Wrackers Kinder hier sind. Was kann ich für Sie tun, mein Herr? Der Mann ist um Normalität bemüht, wirft aber immer wieder nervöse Blicke hinüber zur Stadtmauer. Nach Porista ist das hier die größte Menschenstadt, die ich je gesehen habe. Ihr habt keinen günstigen Zeitpunkt gewählt, um euch Mephordania anzusehen, mein Herr. Und damit meine ich nicht nur die Orks vor unseren Toren. Der Winter zieht sich gerade erst in die Berge zurück. In ein paar Wochen ist es Frühling und die Stadt erblüht. Der Mann wirft einen weiteren Blick zur Stadtmauer. Hoffe ich zumindest. Habt ihr Neuigkeiten aus anderen Ländern gehört? Nord-On zieht mit seinen Orks und den Albae durchs Land. Die Magi sind alle tot. Und von dem Heer, das gegen Porista gezogen ist, hat keiner mehr was gehört. Es sind finstere Zeiten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht verzweifeln. Wir müssen auf die Götter vertrauen. Das müssen wir. Gern hättest du dem Händler gesagt, dass er nicht nur auf die Götter vertrauen sollte, sondern auch dir und deinen Begleitern Glück wünschen möge. Doch das hätte nur zu Fragen geführt. Er braucht ein Glück, wenn er Können hat. So. Schauen wir erstmal so, die Ringe können weg. So. Das behalten wir mal. Wir kaufen Proviant ein. Was haben wir hier? Schaden. Okay. Ja, das ging ja bis jetzt auch eigentlich ohne, deswegen lassen wir das mal. Lebt wohl und viel Glück. Da können wir ja später noch drauf zurückkommen. Der unglaubliche Rodario. Kommet, werte Spectatores, kommet und sehet das Theater Curioso mit seiner Schauspielgröße, dem unglaublichen Rodario, der geheimnisvollen Armora und dem genialen Magister Technicus Furgas entführt euch in eine andere Welt. Nun sehet und höret, werte Spectatores, die Wahrheit über Nudin, den Wissbegierigen, der sich unter grauenvollen Umständen der anderen Magi entledigte und das geborgene Land ins Unglück stürzte. Das geborgene Land, es wird mein sein! Lord Ionan? Ah ja. Als du Frala und die anderen ermordetest. Erschrocken stellst du fest, dass du nicht weitersprechen kannst. Du spürst einen Kloß im Hals und deine Augen beginnen zu brennen, als Bilder vom Stollen und Sintoras vor dir auftauchen. Ich sehe, mein erster Schlag hat dich getroffen, Unterirdischer. Oh, wie sie geschrien haben. Wärst du doch nur da gewesen, um ihnen zu helfen. Was willst du mit meinem Rucksack? Wenn du auf der Suche nach Proviant bist, hättest du nur nett fragen müssen. Was in dem Rucksack ist, interessiert mich nicht. Ich weiß nur, dass der Herr des Toten Landes ihn haben will. Also bekommt er ihn. Dein Meister erzählt dir nicht viel, wie es scheint. Er traut dir nicht. Oder er hat es sich zur Gewohnheit gemacht, mit Dienern nicht über seine Angelegenheiten zu sprechen. Du spürst, wie die Klinge ein wenig in deine Haut schneidet. Und du nimmst es als kleinen Sieg. Ah, hierher! War das ein Alb? Wenn wir uns beeilen, kriegen wir das Langohr noch.
Alarm! Alarm! Die Orks greifen an! Kommt, wir müssen die Mauern verteidigen. Alles klar. Die Orks greifen an. Ich hatte noch nicht mal Zeit, meine Verletzung zu behandeln. Nun denn. Störe alle Leitern. Okay. Und die Leitern. So, unglaublich cool, dass man sich hier nicht umsehen kann. Aber egal, gehen wir erstmal nach oben. So gut wie erledigt. So. Du kommst du mal hier hin? Du kommst hier hin. Wir beide. Hier hin. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. Ja? Für erledigt. Sehr gut. Einverstanden. So. Und jetzt? Oh, erstmal die Leiter, bitte. Sehr gut. Wo ist der nächste? Da auf jeden Fall nicht. Hier kommt der Hammer. Jo. Gut. Was ist? Mach doch erstmal die Leiter da kaputt, bitte. Hier kommt dein Ende. Zu einfach. Zu einfach, ja, so sehe ich das auch. Was denn? So, eine Leiter fehlt noch, die ist dort hinten. So wie erledigt. Erledigt. Was ist damit? Das ist Pech für dich. Hier ist der Hammer. Und weiter. Sehr gut. Alle Leitern erledigt. Und jetzt einfach nur noch Orks töten. Das ist Pech für dich. Bin unterwegs. Sehr gut, wir können sie aufhalten. Was zum... Du wünschtest, es wäre anders. Aber dir ist klar, dass die Stadt nicht mehr zu retten ist. Zum Seitentor. Das ist unsere einzige Chance. Mhm. Achso, es durften nicht mehr als... Okay, verstehe. Hm? Sofort! Schon fast da. Ja? So. In Ordnung. Hm? Also auch. Los! Ja? Jo. So. Und die Lengrimsch, wo hast du dich schon wieder? Du sollst doch hier hin. Wobei, stimmt gar nicht. Ich hab dir ja gar nicht den letzten Befehl gegeben. Komm her, du! Er hat sich ja kaum gewehrt. Mhm. Nepp. Was denn? Der weiß auch, dass er keine Chance hat. So, alle mal bitte her hier. Und dann müssten wir es auch schon geschafft haben. Ja. Sie ist abgeschlossen. Wir müssen sie irgendwie öffnen. Vielleicht könnten wir da behilflich sein, werte Herren. Geht beiseite. Seid ihr Diebe? Mitnichten. Wir sind Künstler und Menschen mit besonderen Talenten. Sagt, Freunde, da ihr mir Fodania offensichtlich auch verlassen wollt, hättet ihr etwas dagegen, wenn wir uns euch anschließen?
Selbstverständlich nicht. Das kann ja nur spaßig werden. Wir haben eine lange und gefährliche Reise vor uns. Ich glaube nicht, dass ihr euch unserer Reisegruppe anschließen wollt. Eine epische und gefahrvolle Reise? Das klingt nach einem Abenteuer und außerdem habe ich gesehen, dass ihr mit euren Waffen umzugehen versteht. In diesen unsicheren Zeiten bietet eine große Reisegruppe den besten Schutz. Meint ihr nicht auch? Da kann ich nicht widersprechen. Der unglaubliche Rodario! Oh, ein Verehrer meiner Künste? Wer hätte das gedacht? Ich bin in der Tat der einzig wahre, der unglaubliche Rodario. Der werte Herr hier ist Furgas, der beste Magister Technicus seit Menschengedenken. Und zu guter Letzt die bezaubernde Narmora, deren Schönheit die Rosen am Haus des Bürgermeisters vor Neid verdorren lässt. Alles Weitere sollten wir vielleicht bereden, wenn wir aus diesem Schlamassel raus sind. Ich weiß nicht. Noch immer strömen Orks durchs Tor und über die Mauer. Du beschließt, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für Diskussionen ist. Also gut, gehen wir. Nichts wie weg hier. Bei den Ersten sind wir sicher. Die Ersten? Die Pracht ihrer Hallen soll keinesgleichen kennen. Und ich habe gehört, sie haben faszinierende Konstruktionen, Furgas, die fast an Magie erinnern. Es ist offen. Gehen wir. Mhm. Und es buggt ein bisschen. Nun gut, sei verziehen. Sehr schön. Ah, cool. Was haben wir hier? Eine feingeschnitzte Figur aus Elfenbein. Sehr wertvoll. Das gefällt mir. Okili dokili. Dann begeben wir uns mal zu dem Fragezeichen hier, würde ich sagen. Am Abend nach eurer Flucht aus Mifordania erholt ihr euch an einem Lagerfeuer von den Strapazen. Goimgar verzieht sich in eine Ecke. Bavragor widmet sich seinem Alkohol und die Zwillinge holen ihren Zwergenkäse heraus. Namora und Furgas tauschen auf der anderen Seite des Feuers Zärtlichkeiten aus, während Rodario sich neben dir niederlässt. Ah, eine Reise mit echten Zwergen zur Festung der Ersten. Das kann ich bestimmt in mein neues Stück einbauen. Mit Sicherheit. Ich muss euch für eure Kunst loben. Ich finde es schwer zu glauben, dass es sich nicht um Magie handelt. Vielen Dank, aber ich versichere dir, es hat nichts mit Magie zu tun. Nur Alchemie und vollendete Schauspielkunst. Die Zauberei überlassen wir den Magi. Lass uns in Ruhe mit denen. Andokai und ihr Eisenturm können mir gestohlen bleiben. Ihr habt Andokai die Stürmische getroffen? Das ist unglaublich. Wie war sie? Sie ist abgehauen ins jenseitige Land. Verdammte Schande! Sie hat ihre... Andokai hatte ihre Gründe, uns zu verlassen. Sie hat bereits gegen Nordom gekämpft und konnte nichts ausrichten. Außerdem wären wir ohne sie nicht hier. Und sie hat uns von der Feuerklinge berichtet. Andokai, die Hoffnungsgeberin, das gefällt mir. Das muss ich in meinem neuen Stück benutzen. Seinen Worten folgend holt Rodario sein Notizbuch hervor und schreibt etwas nieder. Wir sind weit genug von Mifordania entfernt. Vielleicht sollten sich unsere Wege morgen früh trennen. Sofort schießt Rodario hoch und fängt an, pompös zu gestikulieren. Ich glaube, ihr unterschätzt uns. Lasset mich uns erneut vorstellen. Ich bin der Unglaubliche. Wir haben keine Zeit, uns um eine Gruppe Gaukler zu kümmern. Rodario wirkt für einen Moment gekränkt, doch dann grinst er, wendet sich von der Gruppe ab und hebt seinen rechten Arm. Ein Flammenstrahl schießt aus seinem Ärmel hervor. Die Zwerge zucken zusammen und betrachten beeindruckt das Schauspiel, das nach wenigen Augenblicken wieder vorbei ist. Und was sagt ihr nun, Herr kritischer Zwerg? Ach, du bist ein Magus. Die kann ich auch nicht sonderlich leiden.
Im Kuriosum fällt Magie in meinen Aufgabenbereich. Unter seinem Arm ist ein Röhrchen mit einem Feuerstein und einem Beutel voll Bärlapsamen. Wenn man den Beutel drückt, sprüht der Feuerstein Funken und die Bärlapsamen schießen heraus. Schon hat man magisches Feuer. Meisterliche Arbeit, Forgas. Der Magister Technicus bedankt sich mit einem Kopfnicken. Wenn Sie alle solche Tricks auf Lager haben, sind Sie vielleicht gar keine Last, Tungdil. Nein, das denke ich auch nicht. Wie sieht es bei euch mit Proviant aus? Wir haben nicht genug. Das, was wir haben, teilen wir gerne mit euch. Es ist allerdings nicht viel. Wir mussten das meiste zurücklassen. Nahrung wird auf unserer Reise ein Problem sein. Der Winter zieht sich gerade erst aus Vajon zurück und wegen der Ork-Angriffe werden die Menschen ihre Vorräte beisammen halten. Wir müssen sparsam sein und so viel Nahrung organisieren, wie wir können. Es wäre keine besonders heroische Geschichte, wenn wir auf dem Weg zu den Ersten verhungern. Nein, dann gibt's ja auch keinen mehr, der sie aufschreibt, mein Gutster. Wisst ihr etwas von den Ersten? Von hier aus müssten wir den ersten großen Gebirgszug des Roten Gebirges überwinden und dann durchs Schneewehental zur Festung Osteisenwart kommen, wenn ich mich richtig an die Karten erinnere. Die Ersten hat seit hunderten Zyklen niemand mehr gesehen, aber es gibt viele Geschichten über sie. Ihre Handwerkskunst wird gepriesen und früher gab es Handel über eine schmale Straße, die ins Gebirge führt. Ich glaube aber nicht, dass es noch einen lebenden Menschen gibt, der diesen Weg je gegangen ist. Unsere Mission ist es, die legendäre Axt Feuerklinge zu schmieden und den Verräter Nord-On zu vernichten. Wenn ihr uns durch Hunger, Kälte und Gefahr begleiten wollt, tut das. Es ist eure Entscheidung. Wie könnten wir uns solch eine Geschichte entgehen lassen? Denkt nur, was für ein Stück wir daraus machen könnten. Wenn wir überleben. Ich wollte den Untergrund erst im Roten Gebirge verlassen. Stattdessen haben wir eine lange Reise und einen gefährlichen Aufstieg vor uns. Außer der alten Handelsstraße könnte es noch einen anderen Weg geben. Vor einigen Jahren erzählte mir ein alter Mann aus dem Norden von einem Ort namens Wackenstein. Dort soll es einen alten Pfad geben, älter als selbst die Tunnel der Zwerge. Legenden und Geschichten. Für meinen Geschmack müssen wir uns mit zu vielen Ungewissheiten herumschlagen. Schauen wir, was die nächsten Tage bringen. Verstehe. Dann also noch hier hin. Alles klar. Auf nach Wackenstein. Vorher nochmal hier. Schauen, was war. Wir gehen an einem unscheinbaren Wäldchen vorbei, als Namora plötzlich stehen bleibt. Wartet. Wir sind nicht allein. Jemand beobachtet uns. Eine Falle? It's a trap. Da werden wir wohl wieder. Abschaum! Stopp! Was soll das? Warum greifst du uns an? Wir sind auch Zwerge. Wir sind auf derselben Seite. In der Tat sehe ich aufrichtige Zwerge hier. Doch begleitet von Abschaum. Ich befreie euch davon. Ach ja? Und was willst du ausrichten allein gegen 8? Du, komm her! Was? Bruderherz, was tust du? Boindil, Boindal, was ist los? Kommt zu euren Sinnen! Es ist nutzlos. Sie gehören mir. Jetzt stirb, Abschaum. Okay. Verstehe. Oder auch nicht so wirklich, aber was soll's. Siege die Zwerge. Mhm. Sie müssen uns verlangen! Okay. Ja? Und so. Schon erledigt. Jetzt kann ich das endlich auch. Bin dran. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Also? Das Knie. Hätte ich gar nicht so weit dran gemusst. Bin dabei! Was gibt's? Hier kommt der Hammer! Hm? So, springen. Schnell bin nicht mal ich!
Das geht noch nicht. Nein, soll's ja auch gar nicht. Ja? Ja. Ich hab's gewusst, ihr! Lasst mich hier trainieren! So. Jo? Werde ich die trotzdem mal aufnehmen? Ich werde die ja wohl nicht töten. Das wäre irgendwie ziemlich. Scheiße. Mhm. Aber das glaube ich nicht. Für Wrakas! So. Bin dran. Was denn? Moment, Moment! Ja? Du solltest hier mal weggehen. Na gut. So schnell bin ich mal. Schatz! Oder irgendwer! Hm? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich komme hier an meine Kapazitätsgrenze. Ja, dann hau doch mal ab, bitte. Warum nicht? So. Tungil vergnügt sich da mit der. Das finde ich gut. Wenn die sich so gut verstehen, dann will ich mich da nicht einwischen. Ja, doch, gleich. Jo. Moin, Gil. Moment, ich könnte hier eine Hilfe gebrauchen. Mach dich bereit. Geduld, ich bin nicht zu weit. Ja, doch, gleich. Wo ist Boin, Gil? Ja? Na gut. Selbst ich kann nicht so schnell. Ziemlich viel Auswahl. Ja? Ach, wo wollt ihr denn hin eigentlich? Vielleicht ist es besser so. Vielleicht ist es besser so. Gut. Wer war das jetzt? Kaum, dass die unbekannte Zwergin bewusstlos zu Boden geht, erlischt ihre Macht über deine Kameraden. Ihr fesselt und knebelt sie, solange ihr nicht mehr über ihre unheimlichen Kräfte wisst. Das war... Ich hoffe, ich habe dich nicht verletzt, Gelehrter. Es war wie in einem Traum, aber auch nicht. Ich hörte ihre Stimme in meinem Kopf und obwohl ich es besser wusste, habe ich nur Orks gesehen, die mich angriffen. Ihr wart der Feind. Boindil geht zu der gefesselten Zwergin und gibt ihr einen leichten Tritt mit dem Stiefel. Das ist niemals ein Kind des Schmiedes, auch wenn sie so aussieht. Diese Gaben... Bei Wrakas hier ist etwas Dunkles am Werk. Du kniest dich vor die Zwergin und legst deine Axt an ihren Hals. Mein Name ist Tungdil. Wenn ich dir den Knebel abnehme, wirst du uns dann einige Fragen beantworten. Die Gefesselte nickt und du ziehst ihr den Knebel aus dem Mund. Geralda ist mein Name. Wie es scheint, habe ich euch unterschätzt. Geralda. Alles klar. Deine Kräfte. Ich habe noch nie von so etwas gehört. Ich auch nicht. Ich habe sie noch nicht lange, glaube ich. Wenn ich versuche, mich zu erinnern, dann sehe ich nur schwarzen Nebel und ich schmecke Eisen und Schlamm und da ist ein Alb, der... Haben die Albe dir diese Kräfte gegeben? Wenn ich versuche, mich zu erinnern, schmerzt es wie Nadeln in meinem Kopf. Ich bin Geralda Blutstein. Ich war... Mysteriös. Was bringt dich nach Vajon? Und woher kommst du? Ich war auf meinem Weg zu den Freien. Sie sollen mitten im geborgenen Land leben, ohne Stämme und ihre Gesetze. Die Freien? Du meinst Zwerge? Ja. Zwerge, die ihre Stämme verlassen haben. Freiwillig oder auch nicht. Nicht jeder hat einen Platz bei seinem Stamm. Unwillkürlich musst du daran denken, dass du kein Zweiter bist. Und auch die Vierten dich nicht willkommen heißen werden, nachdem du ihrem König Steine in den Weg gelegt hast. Glaub den Unsinn bloß nicht, Gelehrter. Das mit den Freien ist nur ein Märchen, das sich jene erzählen, die sich nicht an die Traditionen halten wollen. Schau dir an, was es Geralda gebracht hat. Geralda will etwas erwidern, hält sich dann aber zurück. Die Freien, ich erinnere mich. Sehr cool. Du hast etwas von Abschaum gesagt, als du uns angegriffen hast. Hat Namora dir etwas getan? Sie nicht, aber ihresgleichen. Albe. Sie ist ein Mensch. Sie spielt die Albin nur im Theater. Im
Theater? Zum ersten Mal schaut Geralda ohne hassverzerrten Ausdruck auf Namora. Sie muss sterben. Genug mit dem Gerede. Sie ist gefährlich. Wahrscheinlich verrückt. Sie hat uns angegriffen. Wir sollten ihr ein Ende setzen. Man nennt so etwas Amnesie, Gedächtnisverlust. Ein gerne verwendetes Mittel in Bühnenproduktionen. Wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist und sie vielleicht auch nicht. Wir können sie nicht einfach töten. Nein, das sollten wir auf jeden Fall nicht tun. Wir nehmen sie mit. Solche Kräfte könnten ja durchaus mal von Vorteil sein, will ich hoffen. Sie ist zu gefährlich, um sie gehen zu lassen. Also nehmen wir sie mit. Nehmt ihr die Fesseln ab. Du erstickst jeden Protest im Keim und wendest dich an Geralda. Hör zu. Ich weiß nicht, was dir widerfahren ist, aber wir sind Zwerge und wir sollten uns nicht bekämpfen. Wir könnten deine Hilfe brauchen. Die Zwergin scheint von deiner Entscheidung genauso überrascht wie deine Gefährten. Ich danke. Ich begleite euch gern. Ich bin Geralda Blutstein aus dem Stamm der Vierten. Es tut mir leid, euch angegriffen zu haben. Es war ein Missverständnis. Du merkst, dass deine Entscheidung nicht jedem gefällt. Besonders Boindil und Namora wirken aufgebracht. Aber sie halten sich zurück und in leicht bedrückter Stimmung setzt ihr euren Weg fort. Unsere Gruppe wächst und wächst. Sehr schön. Die ist sogar schon Level 10. Nice, nice. So, was haben wir hier? Wirbelwind oder Scherenschlag? Na, Wirbelwind passt wesentlich mehr zu Ingrimsch. So, Bavragor, du kriegst Erdbeben oder Drachenatem. Erdbeben, komm her, Nepa. Und Tungdil. Anführer. Kampfrausch. Nein, Anführer passt wesentlich besser. Ja, gut. Eine makellose Perle, durchaus wertvoll. Nehme ich mit. So, dann haben wir unsere kleine Gruppe ja doch nochmal deutlich aufgestockt. Und im nächsten Teil werden wir dann nach Seegrund gehen und sehen, was uns dort erwartet, um dann nach Wackenstein aufzubrechen und zu den Vierten zu gelangen. Ich würde mich freuen, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut und Wrakas sei mit euch.